Willkommen zum Hands-on des Nokia Lumia 920. Der erste Eindruck dieses 185 Gramm schweren Gerätes. Es liegt relativ kompakt in der Hand. Das Unibody-Gehäuse weiß zu überzeugen. Und es verfügt über ein 4,5 Zoll großes Display. Alle wichtigen Tasten hat Nokia im Rahmen untergebracht. Von oben der SIM-Kartenslot, der Kopfhöreranschluss, die Lautstärkerwippe, der An-Ausschalter sowie der Kamera- und Videoschalter. Im unteren Bereich der Micro-USB-Anschluss und schlussendlich wurden die Display-Tasten als Sensortasten ausgeführt. Das Nokia Lumia 920 kommt mit Windows Phone 8. Dieses verfügt über diesen typischen Kachellook. Das Kacheldesign lässt sich einfach anpassen durch leichten Druck auf die Kacheln. Lassen sich diese verschieben oder löschen. Sollen neue Kacheln hinzugefügt werden, können diese aus dem Menü auf der rechten Seite ganz einfach auf die Startseite hinzugefügt werden. Die technischen Daten des Nokia Lumia 920 wissen zu überzeugen. Auf 4,5 Zoll hat es eine Auflösung von 1280x768 Pixel, verfügt über einen Dual-Core ARM-SoC mit 1,5 GHz Taktfrequenz und 1 GB Arbeitsspeicher. Im Inneren des Gerätes arbeiten 32 GB Flash-Speicher, der leider nicht erweitert werden kann. Die größte Besonderheit des 920 ist seine hervorragende Kamera. Diese wurde auf geringe Lichtverhältnisse optimiert, verfügt über eine Auflösung von 8,7 Megapixel und besitzt darüber hinaus ein Carl Zeiss Objektiv. Die Kamera des 920 zeichnet mit einer Full HD Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde Videos auf. Dabei unterstützt sie der optische Bildstabilisator, welcher Verwackeln verhindert. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für das Lumia 920 beträgt 649 Euro.